Willkommen zurück zu Deus Ex. Eliminieren Sie Juan Ivanovich Lebedev. Bringen Sie den in den Hangar eindringen. Das letzte Fass bergen. Und genau, das dritte Fass ist das da. Da vorne ist ein Bot. Den möchte ich gerne ausschalten. Dafür müsste ich allerdings wissen, wo er sich befindet. Na, lieber Bot, wo bist du? Da bist du. Welcher Bot? Okay, also ich habe in der vorletzten Folge, glaube ich, das Fass beim Helikopter gefunden. In dieser Folge, in der letzten Folge habe ich das Fass beim Wasser gefunden, beim Boot. Oder beim Boots, Bootsteg. Da, Bootshaus. Bootshaus. Und jetzt fehlt natürlich noch das dritte Fass, das sie per Flugzeug raussenden wollten. Das muss ich, glaube ich, jetzt noch finden. Zunächst möchte ich... Nein, da war ich schon drin. Hä? Moment. Da war ich schon drin. Ah! Aufzug. Da kam ich vorhin raus. Okay. Also vorhin, in der letzten Folge natürlich. Für mich ist das gerade eben gewesen. 747, da ist er doch, der 747-Hangar. So schwer zum Heben. Aber schieben kann ich's. Ach, was soll's. Wie komme ich da jetzt rein? Ich will keine Munition verschwenden. So nicht. Das funktioniert nicht. Also mit Fass aufsprengen wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Da oben drüber rein wird wohl auch nichts. Ich renne mal ein bisschen schneller. Vielleicht kann man hier von der Seite irgendwie rein. Ah, also doch hier. Okay. Das dürfte dann der Schlüssel hier. Ja, einer der Schlüssel, den ich vorhin gefunden habe. Also in der letzten Folge gefunden habe. Ist der Schlüssel für dieses Keypad. Das hier ist passenderweise schon offen. Ich mache wieder zu. Wie immer, um keinen Verdacht zu erwecken. Und da gibt's rüber zum Hangar durch dieses Gebäude. Zuvor möchte ich bitte diesen. Zuvor möchte ich bitte zielen lernen und dann diesen Gegner ausschalten. Genauso. In dieser Reihenfolge. Oh, da ist noch einer. Kriege ich den? So kriege ich den. Jetzt muss ich gucken, dass mich nur eine Kamera sieht. Ich habe keine Kamera gesehen. So, was gibt's hier? Hier unten ist nichts. Was gibt's hier oben? Ich warte immer noch so darauf, dass da irgendwo mein Gegner steht. Zwei Multitools. Cool. Zwei Multitools sind echt praktisch. Ja, reinhacken. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Aber realistischerweise muss ich sagen, in echt wäre ich, glaube ich, nicht so schnell beim Hacken. Ich bin da, glaube ich, kein so guter Hacker. Insofern ist das schon okay, wenn der JC sich da ein bisschen Zeit lässt. Oh, noch ein Schlüssel. Und noch mal Munition. Hatte der zweite. Irgendwas? Ne. Was? Ach so, innen drin, ne? Nehme ich an. Ja, wahrscheinlich innen drin. Wird schon passen. Ja, da käme ich reingeschlichen. Ach nee, ich schleiche doch nicht. Ich bin nicht der Schleicher, ich bin der Schießer. Ich bin der Gewalttätige von uns beiden, von Zwergesel und mir. Schon wieder ein Schlüssel. Sag mal, was haben die denn alles für Schlüssel dabei? So, und jetzt, wie gesagt, die da brauche ich nicht. Aber die da will ich. So da. Wobei, eigentlich könnte ich die ja gleich benutzen. Ich glaube, ich bin ein bisschen angeschaut. Ja, wir sind es 18 und 35. Das sind schon mal 53, 58 und 12 macht 60. Das lohnt sich noch nicht. Aber jetzt kann ich die trotzdem wieder mitnehmen und dann vielleicht brauche ich sie doch nochmal irgendwann.
Wer weiß. Ernsthaft? Für die Armbrust? Kann ich die benutzen? Wie gut ist das denn? Ist da der Scheibe irgendwas? Sieht so aus. Hier kann ich mich heilen. Aber das erspare ich euch. Eine Bratpfanne. Ob man damit wohl Gegnern auf den Kopf hauen kann, um sie außer Gefecht zu setzen? Säuernahrung. Die würde ich gerne... Sekunde. Die Taschenlampe ausschalten. Die würde ich gerne futtern, um noch ein paar Punkte zu heilen, nämlich 5. Und habe ich die Zeitung gelesen gerade? Ich glaube nicht. Der weltweite Anstieg des Meeresspiegels. Ich glaube, das hatte ich schon. Tür zu. Kein Verdacht erwecken. Oh, was ist denn hier? Eine Selbstschussanlage? Gut, dass der nicht auf den Alarmknopf gedrückt hat. Das hätte böse enden können. Toiletten. Mal schön die Waffe ziehen. Wer weiß, ob sich hier ein Drogendealer versteckt oder verschanzt. Der da zum Beispiel. Ich glaube, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Moment. Moment. Pflanze? Nein. Das ist... Ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? Müsste ich wahrscheinlich Kisten von außen holen. 2 Dietriche. Den passenden Schlüssel habe ich nicht. Aber wenn ich da hochkomme, komme ich da drüber. Was mache ich denn? Ich habe doch hier... Ich kann doch mit Tempoerhöhung jetzt auf den Spiegel und dann bin ich doch drin. Guck mal, war doch gar nicht so schwer. Hey, diese... Okay, was haben wir hier? Der Code für den Hangar 5914. Sag Young, dass er auf sich aufpassen soll. Du weißt, was ich für ihn empfinde. Ich werde dich töten, wenn was passiert. Erin. Erin liebt Young. Erin liebt Young. 50%, 50%. Die könnte ich alle aufsprengen. Oder aufknacken. Mit der Pistole ist, glaube ich, 50% zu viel, ne? Ja. Brecheisen wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Die Frage ist, kriege ich alle mit einer Lähm? Und die andere Frage ist, wie komme ich hier rechtzeitig raus, ohne Schaden zu kriegen? Dafür würde ich gerne die Pflanze zur Seite räumen. Und hier einen kleinen Fluchtweg bahnen. So. Dann aus diesem Fenster rausspringen. Also, ich brauche eine Lärm. Ich brauche Bioenergie. Die Lärm muss so ungefähr dahin. Und ich renne dann da raus. Also Tempoerhöhung, damit ich schnell hier weg bin und keinen Fallschaden kriege. Und jetzt, die Tempoerhöhung ist noch an, sehe ich gerade. Egal, die brauche ich. Wo kommt das denn her? Sind das die Splitter von da drüben? Sieht so aus. Tempoerhöhung wieder aus, ich bin ja da. Ein Multitool. Wie? Ich habe genug. Okay, eine elektrische Zelle. Zigaretten. Pfeile. Flares, Flares. Eine Lärm. Da kriege ich meine Lärm wieder. Cool. Ah, die Tür ist weg. Und da muss ich mit Tools dran. Boah, 6 Stück. Kann ich nicht irgendwie was noch hochleveln? Mit 250 Punkten. Das wäre Elektronik. 1800. Nein, kann ich nicht. Moment. Moment. Bin ich jetzt blöd? Habe ich nicht. 5x14. Oh, ich bin doch blöd. Okay, wo ist das Multitool? Das fülle ich wieder auf. Habe ich halt eins verschwendet. Aber was soll's. Selber schuld. 5914. Speichern. Das sollte jetzt der Hangar sein. Yep, das ist der Hangar. Der ist grün. Der ist grün. Ist das nicht Paul? Das ist Paul. Warum ist Paul hier?
all in here. You can relax, JC. I told the troops to stand down. That's right. I'm working for the NSF. Was? Du arbeitest für die NSF? Du Verräter. Nein, ich bin schneller als du. La 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 la. Hold fire. La 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 la. Ich hab Tempoerhöhung, nur nicht. Ich will mich hier nämlich umgucken, bevor du mich anquatschst. Das sind bestimmt irgendwelche tollen Sachen. Oder auch nicht. Hey, gibt's hier nix? Nicht mal Munition oder so? Hm. Okay, da kam ich rein. Dann ist hier natürlich das Flugzeug. Your brother's at the 747. Da kann ich rein. Nein, Paul. Ich rede nicht mit dir, du bist ein Verräter. Bild. 747. Paul, nein. Ich will ins Flugzeug. Kann ich da nicht irgendwie ins Flugzeug rein? Doch, da. Tschüss, Paul. Vielleicht sollte ich doch mit ihm reden. Na gut. Ich sollte mit Paul reden, ich sehe es ja ein. Excellent work. I underestimated your abilities. You work for the NSF? Listen to what I've got to say. We don't have much time. You got that right. You Natco will have a team here in a few minutes. The Grey Death is a man-made virus. Everyone up to the president is at UNATCO's mercy as long as UNATCO controls the supply of Ambrosia. You believe that? We have proof. We need to get the Ambrosia to Hong Kong. Heard of Tracer Tong? He can help us synthesize it ourselves. You better step away from the jet. Genau. Your boss is my next objective. Join us, JC. Talk to Lebedev. He can convince you. Und dann hängen alle von der NSF ab oder von den Tracer Tong statt von UNATCO. Ist das so viel besser? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist ein Knopf. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob der Paula weiß, was er tut. Okay, wo komme ich da rein? Werde ich gleich sehen. Wo ist meine Bioenergie hin? Ich habe noch... Oh. Ich habe keine Zellen mehr. Kein Geheimgang. Ich lasse noch mal die Türen offen, die ich schon... hinter denen ich schon war. Schlaf gut. Nein, ich sagte... Schlaf gut. Okay, hier ist nichts. Ist das Wasser? Nee, oder? Nee, das ist aber nur die Küche, wie es aussieht. Soda. Ja, ich habe keine... Ich habe keine Biozellen mehr. Das ist echt böse, hey. Da muss ich doch mal ein bisschen Energie sparen. Weil die Temperaturerhöhung ist dann doch ein bisschen wertvoller als... als Licht. Zumal hier ja eigentlich genug Licht ist und es nur Bequemheit war von mir gerade, das einzusetzen. Okay. Vier Dietriche. Habe ich den Schlüssel? Nein. Aber Türstärke 100%. Ich glaube nicht, dass ich die sprengen kann. Was ist das denn hier? Wo kam ich denn rein? Ich kam hier rein, ne? Genau. Ja, da kam ich rein. Und dann geht's da hinten zum Konferenzsaal und zum privaten Bett. Okay. Will ich nach unten oder nach oben? Ich will erstmal nach unten. Zum Gepäck. Nicht Gepäck, sondern zum Lagerraum. Kann ich nicht verschieben. Haha. Da habe ich mein Multitool wieder. Hier ist dafür nichts. Hier auch nicht. Schön Docken beim Springen. Ist hier was? Nein. Ist da was? Nein. Also, beides wieder aus. Energie sparen. Karton. Da war, glaube ich, bisher noch nie was drin. Nur in den Kisten, die beschriftet sind. Da ist das letzte Ambrosia. That's the last one. Good work.
4 Tools. Habe ich den Key 5914? Gut, funktioniert der hier vielleicht noch? Der funktioniert nicht, aber 4 Tools. Ja, 4 Tools sind schon viel, aber ein Implantat. Und ich habe 20 Tools. Also egal. Kann ich mir leisten. Könnte ich theoretisch upgraden? Nein, noch lange nicht. Aber egal. Ich will das. Ich will upgraden. Also, ich will ein Implantat. Die Teile sind wertvoll. Ich habe herausgefunden, es gibt einen kleinen Bug im Spiel, den man benutzen kann. Wenn man mehrere Multitools oder Dietriche braucht, klickt man quasi an, geht ins Menü und wartet so lange, wie es dauert, um alle Multitools zu benutzen oder alle Dietriche. Und dann soll angeblich das Schloss oder die Elektronik geknackt sein und man hat nur eins davon verbraucht. Aber ich will das irgendwie nicht benutzen. Das kommt mir so, weiß nicht, irgendwie falsch vor. EMP-Schild oder ballistischer Schutz? Okay. Was machen die? EMP-Schild schützt mich wahrscheinlich vor so EMP-Sachen. Also wie den Blitzen in der letzten Folge. Oder eine EMP-Granate, nehme ich an. Während der ballistische Schild wahrscheinlich mich vor Treffern von Pistolen oder so schützt. Was haben wir denn da? Ein Reparaturbot. Ja, lad mich doch bitte mal auf. Danke. Da habe ich wieder Bioenergie. Cool. Das Licht spare ich mir dann mal. Entschuldigung für den betrunkenen Effekt. Aber ich musste gerade Platz schaffen für das Implantatmodul. Munition. Ich sehe schon. Ah ja, das ist vorbei. Okay. Ein Schlüssel, der ist bestimmt unten für eine Konferenzsaal. Was muss ich denn jetzt eigentlich gerade machen? Juan Lebedev eliminieren. Und wo ist der? Der ist bestimmt hier hinten. Speichern. Yep, das war der Schlüssel dafür. Da ist offen. Da ist das Schlafzimmer. Feuerlöscher. Wehe, da ist der Key für unten. Ach, Mist. 9905. Ah, die Multitools hätte ich mir sparen können. Das ärgert mich jetzt. Die habe ich schon. Das habe ich auch schon gelesen. Kann jemand bitte das Rauschen abschalten? Das ist ein bisschen nervig. Zack. Einmal trinken und dann nehme ich an, das da ist der Lebedev. Da möchte ich nochmal speichern. I surrender. Yep, das ist der. What? Easy now, Agent. UNATCO has a policy against killing unarmed prisoners. We have much to learn from each other. Stimmt. We're assuming control of the airfield. The vaccine will be returned to the international authorities. Don't you want to hear why your brother came over to our side? He makes his own decisions. You know he wouldn't betray UNATCO without a reason. Now finish the job. He surrendered. He's an unarmed prisoner. UNATCO policy protects him. Terminate the prisoner, agent. If you are too afraid, you are ordered to return to base on Manderly's authority. There is a helicopter waiting. Ich habe ihn doch schon umgebracht. Congratulations, agent. You are one of us after all. I confess I had my doubts. Your helicopter is waiting at the airfield. Dum-di-dum. Tut mir leid. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Heilzeug in den Händen von Terroristen haben will. Ich glaube nicht. Komm ich da raus? Nee. Wie komme ich denn da raus? Nur vorne über die Treppe. Wahrscheinlich. Und soweit ich weiß, hätte sie ihn getötet, wenn ich es nicht getan hätte. Sind die jetzt feindlich, die Leute? See to the helipad. We know your brother was here. He is gone, but we will find him. Kann ich mit denen quatschen? All clear, sir. Ach, das sind die UNATCO-Leute jetzt.
We've disabled the security grid. Okay, cool. Gut zu wissen. You in charge? I have something for you. Oh, yeah. I'm about to pull out. Maybe you should talk to one of the troopers. Nee, gib's mir, gib's mir. I took this stuff from a guy's locker. I'm selling a recall weapon mod for 400. Oh, yeah. I also have some... Die will ich. Here's... Gotta get rid... Aber ich muss erst was ablegen. Güter. Yes, sir. Die... Für dich. Die Rückstoßmodifikation. Auch wieder für... das Snipergewehr. Zur Verringerung des Rückstoßes. Ist der Rückstoß? 0,36. Jetzt 0,32. Yay. So, wie komme ich da jetzt raus? Hier geht's nicht raus. Wahrscheinlich da, wo ich reingekommen bin, ne? Und wo kamen die Leute hier eigentlich rein? Sind die alle durch den kleinen Eingang reingekommen, den ich auch genommen habe? Oder sind die irgendwie durch eine Hangartür rein, zum Beispiel da vorne? Nö, sind sie wohl nicht. Also gut, dann ab nach... Hatten die den Code? Und wenn ja, woher? Okay, sie haben Datenkurse eventuell lesen können, so wie ich auch. Das stimmt natürlich. Unit Code Trooper? All clear, sir. Unit Code Trooper. Okay. Ihr habt mir nichts zu erzählen, scheint so, ne? Huh? We've disabled the security grid. Aha. Und ich sehe, ihr habt auch hinter euch die Tür hier zugemacht. Ja, ja. Schon klar. Die sind alle aus dem Nichts respawned, ich weiß. Agent Herman is on his way. Ja, ja, ich weiß. Wo ist das Helipad? This area is secure. Ist das da? I heard you got Lebedev. Ah, okay. Way to go. Mal nachschauen. Wo ist das denn? Oh, da hinten sind noch Baracken. War ich da schon? Seht das? Das da? Ist das das? Ne, Moment. Die Baracken sind hier, genau. Da war ich gerade. Über die bin ich gerade zum Hangar rein. Ach, da hinten. Da, wo ich herkomme. Bei dem. Beim Aufzug. Da ist das Helipad. Hoffentlich habe ich alles da oben mitgenommen von den Kisten. Da war ich drin. Habe ich im Wasser noch irgendwas übersehen? Keine Ahnung, hoffentlich nicht. Ja, da. Das sieht aus wie Hermann, oder? Ja, das ist doch Hermann. Den erkenne ich doch auf 5 Kilometer. Manually has assigned me the peacekeeping occupation of the airport. Standard procedure, it appears. I'm sure we can count on you. I want to be the one to execute Lebedev. Zu spät. Some bad news. I already took him out. Yes, of course. Congratulations, Agent. Hey, about my brother. A shame that we have to track down and kill one of our most advanced agents. At least we have one of you left. Don't you think we should give Paul a chance to explain himself? He's been with UNATCO for years. Only one thing can happen when you break your oath to the Coalition. Mhm. Ich finde, er sollte trotzdem erklären dürfen, warum er das getan hat. Alleine schon, damit man in Zukunft verhindern kann, dass noch mehr Agenten abhauen. Oder vielleicht um sich die Frage zu stellen, ob das, was wir hier tun, wirklich stimmt. Aber gut. Ich werde jetzt in diesen Helikopter einsteigen, vermutlich zum Hauptquartier zurückfliegen und dann... Gunther told me about Paul. It's true. Paul's been working for the NSF. This is gonna shake up the Coalition, JC. I don't know if you realized how important your brother was. The Coalition will recover. I'm not so worried about the Coalition. UN officials will probably get involved. You'll have to keep your head down if you're gonna come through this in one piece. Sure you're ready to head back to base? Genau, und dann die Folge beenden. I'm ready. Let's move out. Get in. Ah, die Musik ist super.